sie sich bloß mal an in verschiedenen Staaten. Daher sieht man unsere Frauen auch zu Diplomaten. Stimmrecht haben die Frauen auch, wäre das bei uns der Brauch. Eider sagte mancher Mann zu ihr brav und bieder. Schnell gib deine Stimme ab und hol sie bloß nicht wieder. Denken sie sich bloß mal an, fragt der Mann ganz leise. Deine Frau war zu mir treu während meiner Reise. Ja, sagt sie da, ich war dir gerade so treu wie du mir. Was schreit aber Mann empört? Das muss ich vernehmen. Treuer warst du nicht, pui Geibel, sollst dich doch was schämen. Denken Sie sich bloß mal an, schenkt mir doch ne Gabe, sagt die jüngste Frau zum Mann, weil ich Geburtstag habe. Doch er sprach, das ist nicht wahr, denn du sagst schon 3, 4 Jahre, dass du 29 bist, da darf ich dich nicht kränken. Ehe du jetzt nicht 30 wirst, da kann ich dir nicht schenken. Denken Sie sich bloß mal an, auf der Bahn die Preise sind besteuert, nun fährt man Vierter auf der Reise. Doch in dieser vierten Klasse kriegt man Tierchen eigener Rat. Darum warne ich jedermann, spart nicht auf der Reise, denn die vierte Klasse hat ein eigenes Geläute. Denken Sie sich bloß mal an, gibt verschiedene Frauen, die den Mann beherrschen wollen und die ihn verhauen. Seh ich sowas, schimpf ich los, liebe Frauen, ihr seid ja bloß aus einer Rippe eins gemacht, wir sind die Zentrale, ihr seid bloß ein Rippenstück, ihr seid die Filiale. Denken Sie sich bloß mal an den Hochzeitstagen, sollen auch die Männer jetzt Myrtenkränze tragen. Doch nur der trägt ihn im Haar, der steht brav und sittsam war. Ob es solche Männer gibt, will mir fraglich scheinen. Na, ich weiß, wenn ich mal heirate, ich bestell mir keinen. Denken Sie sich bloß mal an, mein Freund Schulz, der Kleine, der hat jetzt 12 Kinder schon und ich habe keine. Eine Flasche Elixier, sagte der Jüngste und sprach zu mir, trink das Hilfe, siehst bei mir, kam jetzt schon der 12. Nee, sag ich, das ist zu viel, dann nehme ich bloß die Hälfte. Denken Sie sich bloß mal an, ein gewisser Pari hat den Apfel einst gereicht, einer Frau, wenn's wahr ist. Für einen einzigen Apfel nur, kann 3 Frauen in Positur. Solche Frauen, die gibt's noch heute, die haben noch heute den Rappel. Die stellen sich grad so hin wie die, aber nicht für'n Appell.